sind wir denn? Zähl doch nicht. Hätte ich auch von hier aus dahin gehen können? Ich hab das echt verpeilt, oder? Aber die Frage ist jetzt eher. Ja, wahrscheinlich. Also, das ist die gleiche Ebene. Wir sind auf dieser Ebene richtig, aber. Ich habe echt keine Ahnung, wie man da hinkommt. Ich versuche jetzt nochmal hier reinzugehen, zu den Zwingern. Und dann schaue ich mal, ob wir jetzt was sehen. Ne, das ist eine ganz andere Map. Aber wir waren zumindest in den Zwingern, ja. Das kann man jetzt schon mal abhaken. Ja, dann gehen wir mal hier wieder raus. Aber auf den gleichen Weg, weil ich will wissen, wo es dahin weitergeht. Seltsam ist das. Hier war ja noch diese Tür. Wohin die geht, weiß ich nicht. Okay, und das Herz. Ich weiß echt nicht, wie ich da hinkommen soll. Seltsam. Gibt es hier die Möglichkeit? Irgendwie? Ist halt noch eine Tür. Hinterhof. Da sind wir ja vorher hergekommen. Das ist im Hinterhof heraus. Das ist die Tür, wo wir schon jetzt waren. Und auf der anderen Seite. Der Lehrer hat jemand seinen letzten Atemzug getan. Seine Augen sind noch geöffnet. Hier ist keine Tür. Ey, ich check das nicht. Das ist auf jeden Fall auf dieser Map, also muss ich ja auch irgendwie von hier aus da hinkommen. Es gibt Dinge, die kriege ich irgendwie nicht zusammen. Von hier ging es ja nicht. Ist ja geschlossen. Wo ist sein Geheimversteck? Das hat er gar nicht schlecht gemacht, oder? Das ist schon ziemlich geheim, wenn selbst ich das nicht finde. Was gibt es hier? Was habe ich denn jetzt gemacht? Okay, hier ist nix. Auch nicht. Was ist denn das Fenster? Mir fällt echt nichts ein, ne? Was habe ich übersehen? Ja, hallo? So.
ich will probieren. Ah, okay. Das bringt uns aber auch nicht so viel außer Geld. Relativ viel Geld. Ich glaube, mehr sind hier eh nicht. Das kann ich auch liegen lassen. Aber ich habe jetzt alle. Aber irgendwie ist das ziemlich seltsam, ja? Na, hallo? Also wie soll man in diesen Keller kommen? Und dann steht da ja, dass es ein Geheimversteck ist. Müssen wir jetzt mal schauen, ob wir irgendwo einen Zugang sehen noch zum Keller irgendwie? Vielleicht ist es ja auf dem Weg weg. Es ärgert mich, ne? Es ärgert mich sehr. Ich weiß wirklich nicht, wie ich da dran kommen soll. Ich denke, wenn wir hier reingehen, dann ist es jetzt. Dann ist es jetzt vorbei. Egal, ich mach's jetzt einfach. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo das sein soll. Es gibt Dinge, die kriege ich irgendwie nicht gebacken. Hier war ja noch die Sache mit dem Hebel, die ja auch irgendwie ein bisschen schwierig war. Komisch, dass es in den Mülleimern liegt, wenn das so wertvoll und selten ist. Und teuer. Lang lebe die Kaiserin. Sie war eine, eine Magd. Sagen wir es mal ganz nett. Ich habe noch ein kleines Ding, was ich gerne mit diesem Teil versuchen würde, was wir ja die ganze Zeit nicht wirklich passend irgendwo hin tun konnten. Vielleicht finden wir jetzt den passenden Platz dafür.
Das ist eine Laderampe, oder? Ist das eine Laderampe? Über dem Zaun? Ist das eine Laderampe? Okay, warte. Ist das eine Laderampe? Können wir hier... Dinge tun? Habe ich hier irgendwas noch vergessen? Hm. Erstmal die Ratte essen hier. Also hier waren wir ja schon. Wo ist denn hier ein Lagerhaus? Ein kleines Lagerhaus. In den Laderampen. Leute, ich bin echt überfragt. Also das ist hier die einzige Laderampe, die aussieht nach Laderampe. Oder ist es unten? Oder ist es da hinten? Sind Sie es? Da hinten? Aber bis dahin kommen wir doch nicht hin, oder? Ich würde mal gerne ausprobieren, ob wir da hinkommen. Wie hoch haben wir das hingeworfen, da? Also ich meine, was sollen wir denn sonst jetzt damit machen, ja? Ne, da gibt's nichts. Wie wir da hinkommen sollen, das weiß ich nicht. Ich denke nicht, dass es geht. Machen wir das mal so. Ich nehme das jetzt einfach mit. Das ist jetzt mein Token of Appreciation. Samuel, fang! So. Naja, dann haben wir halt nicht alle Runen. Dann ist das eben so. So, was ist hier noch? Ist hier noch was? Ah. Hey Corvo. Ja. Ich bin Samuel. Habe ich mir gedacht. Hier bin ich. Ja, ja. Weiß ich. Was ist das denn? Huch. Ah ja, eine Swap. Komme ich jetzt hier bitte auch wieder raus? Dankeschön. Irgendwelche Fischeier gegessen, glaube ich. Was sagst du zu meinem Lieblingsgriff? Ja? Ich würde den gerne mitnehmen. Lasse, wir nehmen den mit. Soweit ich weiß, hat Campbell nichts ausgelassen. Vielleicht sollte ich nicht urteilen. Aber Männer des Glaubens sollten sich zügeln. Sind Sie bereit? Ja, was sollen wir halt machen? Bis Pech. Okay, los geht's. Ich hätte eigentlich dann noch zurückgehen können, mir dieses eine Knochenartefakt noch holen können, wo ich da kriechen musste und so. Ist aber egal. Also. Missionsdetails. Gegner eliminiert 5. Zivilisten eliminiert 0. Alarm ausgelöst 0. Leichen oder bewusstlose Personen entdeckt 7. Allgemeiner Chaosfaktor niedrig. Wir haben schon jemanden getötet. Wir sind auch entdeckt worden. Sonderaktion. Der Lumpengräfin dabei geholfen, die Bottle Street Gang zu infizieren. Ja, das haben wir gemacht. Griff den Lumpensammler gerettet. Und wir haben Hauptmann Conroe gerettet und wir haben Oberaufseher Campbell vergiftet. Das haben wir gemacht. Uns fehlt eine Rune. Das war die aus dem Keller, die wir nicht gefunden haben. Das ist eine Knochenartefakt. Das war das, was wir da oben, wo die da die ganzen Leute entsorgt haben, wo wir am Anfang jetzt kein Beherrschen hatten, wo wir dann nicht runtergekrochen sind. Und Gemälde von Sokolov, keine Ahnung, habe ich halt nicht gefunden. Und sehr, sehr viel Geld ist uns entgangen. Ja, gut. Aber es ist eben, wie es ist. Ich werde schon überleben. Admiral Havelock und Lord Pendleton sind im Hof. Sie wollen Ihnen vermutlich gratulieren. Mhm. Ja.
Was denn da los? Hast du die Schüsse gehört? Aufseher Campbell wurde seines Amtes enthoben und Aufseher Martin, Verbündeter der Kaisertreuen, wurde befreit. Kräfte. Das nächste, was wir machen, ist das nächste Nachtsicht, denke ich. Ja. So. Hallo. Erlebt. Danke Ihnen, Corvo, danke. Kein Ding. Mein Onkel ist ein guter Mensch. Eines Tages wird er es beweisen. Ja, hier. Hoffen wir es. Ich weiß, dass Sie aus Überzeugung gehandelt haben, aber ich möchte Ihnen eine Belohnung geben. Dankeschön. Ein Erbstück von einer meiner Tanten. Das ist ja lieb von dir. Sehr, sehr lieb. Da bin ich aber froh. Es war gut, euch zu rekrutieren. Seit der Lord Regent an der Macht ist, hat sich alles verändert. Doch wenigstens ist Campbell weg und mein Onkel lebt. Ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Sie sind alle korrupt. Wenn das funktionieren soll, müssen wir den Lord Regenten und seine wichtigsten Verbündeten eliminieren. Das wissen Sie. Achtung! Ja. Alle Bürger, die zwischen hoffentlich dem John war der Oberaufseher nur der erste Schritt auf diesem Weg. Und wir müssen das Mädchen finden. Emily. Bis auf ja. In ihren sie musste damals den Tod ihrer Mutter mit ansehen. Ich würde meinen, dass die Tochter einer Kaiserin mehr aushält, als sie glauben. Durchaus. Auf jeden Fall müssen wir die Basis des Lord Regenten schwächen, um ihn zu bezwingen. Alles passt perfekt. Er kontrolliert die Stadtwache. Durch Campbell die geistliche Fraktion. Jemand finanziert das Militär. Und er hat die Mehrheit im Parlament. Ja, das ist mir bewusst. Meine Brüder kontrollieren die Stimmenmehrheit meiner Familie. Da liegt das Problem. Mhm. Okay. Hi. Geschafft. Sie haben Oberaufseher Campbell entgegen allen Erwartungen bezwungen. Echt? Ich wusste, dass Sie entgegen allen Erwartungen. Dadurch fügen wir dem Lord Regenten großen Schaden zu. Und mit Martin verfügen wir über den besten Strategen überhaupt. Der Lord Regent muss sich im Tower vor Angst in die Hosen machen. Ja. Und nicht zu vergessen Campbells Tagebuch. Wir hoffen, in dessen verschlüsselten Seiten den Aufenthaltsort und Zustand von Emily Caldwin zu finden. Unsere ganze Bewegung ist sinnlos, wenn wir nicht die wahre Thronerbin einsetzen können. Wir müssen rasch handeln. Zweifellos hält der Lord Regent Emily gefangen, um sie preiszugeben und als Held und Retter aufzutreten, um seine Regentschaft zu festigen. Ja. Wenn er die junge Lady nicht bald präsentiert, wird es Grabenkämpfe zwischen den Edelleuten über die Nachfolge der Kaiserin geben. Ja, die Zeit läuft uns davon. Aber Sie sollten sich jetzt ausruhen, Corvo. Wir werden den Inhalt des Oberaufseher-Tagebuchs entschlüsseln und Ihnen später mitteilen. Okay. Also, jetzt noch nicht. Ich möchte noch ein paar Dinge erledigen. So, das ist immer ganz gut. Wir müssen Emily schnell finden. Nach Campbells Tod werden sie schon bald verlegen. So, was ich jetzt aber wissen wollte, ne? Ist hier neuer? Hallo? Ich kenne ihren Schlag. Die meisten meiner Männer, die in Coldridge waren, hatten etwas Raues an sich. Ich habe meine Fehler gemacht. Okay. Ich wollte dich nicht anbaggern. Beruhig dich. Piero! Nein. Seeleute erzählen sich Schauergeschichten von Meeresungeheuern. Aber dieser Fluss wird Merkwürdigkeiten, über die keiner spricht. Ja, aber weiter. Spät in der Nacht. Sie ich hab sogar haben System. Es wirklich in sich. Weiß ich. Den Oberaufseher in seinem eigenen Stützpunkt zu schlagen. Hoffentlich waren die Werkzeuge, die ich für Sie entworfen habe, zufriedenstellend. Ja, die dass waren schon ich hier stehe und mit Ihnen rede, ist mehr als Antwort genug. In vielerlei Hinsicht. Ja. Kann ich Ihnen behilflich sein? Natürlich. Natürlich. So, wir haben neue Verbesserungen, die wir haben könnten. Betäubungsbolzen können wir kaufen. Warte, aber ich will jetzt erstmal schauen. Maskenoptik. Ermöglicht dir die Sicht zu vergrößern. Drücke linke Alt-Taste zum Zoomen, aber ich brauche das gar nicht.
Artefaktkapazität. Ermöglicht ein weiteres aktives Knochenartefakt. Das hört sich gut an. Das wollen wir. Das machen wir nochmal. So. Betäubungsbolzen gehen auch immer. Und ansonsten. Ja. Machen wir das mal für die Ratten. Und die Optik. Ich meine, was sollen wir machen? Wir haben die Kohle ja eh. So, jetzt gucken wir mal bei unseren Artefakten. Wir können ja jetzt ein paar mehr tragen. Nehmen wir das. Gute Lungen wäre vielleicht noch so eine Sache, wenn wir den Atem unter Wasser anhalten wollen. Bravo. Nein, das machen wir nicht. Machen wir das einfach. Erstmal. So, und dann gucken wir mal, wie viele brauchen wir denn nochmal, um das zu verbessern. 2. Und wir haben eine Rune. Ja, da haben wir nicht alle gefunden, das ist wahr. Deine Tür ins Nichts geht immer noch nirgendwo hin.